Okay, weil wir wissen, wo es hingeht. Das heißt, wir können ja in Ruhe eigentlich erkunden, so lange auf dem Weg. Und eben kleine Umwege gehen, wie hier. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie Zeitbegrenzung habe oder straight drauf zulaufen muss. Weist mir nur die Richtung. Aber wir sind eh schon da. Das passt doch. Der tut schon ganz schön weh. Oh, und er hat einen Freund geholt. Hä? Oh shit. Der ist Enrage. Warte mal. Okay, können wir vielleicht erstmal einen wegmachen. Ja, sonst stirbt mir. Es funktioniert sonst nicht. Okay, dann halt den Enrage. Den roten. Ah! Mann! Was denn das? Da. Mein Gott. Ja, schlimm. Ein Verräterbogen. Der wäre um 5 besser. Bogenlizenz 6. Obviously hast du die nicht. Sonst könnte sie den hier anlegen. Bogenlizenz 6. Das ist hier. Straight lernen. Wer der Typ hier? Ne. Dann muss ich nur mal ganz kurz gucken. Potion. Ja, Potion verwenden wir alle nicht. Erste Hilfe, Analyse. Erste Hilfe wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Oh, warte mal. Aber du kannst Analyse. Aha! Lern das mal. Das ist wichtig. Die Schleife brauchen wir halt noch nicht. Distanzschaden. Du bist eh ranged. Ja. Stärke die Attacke bei vollen TP. Ja, oder? Triggert. HP. HP ist wichtig. Ja. Punkte ausgegeben. Ich weiß. War schon. Was Zauber, blablabla. Wisst ihr was? Moment. Magieschwäche. Schwäche die Magieabwehr. Kann man nicht mal gesehen. Zufallszauber ist scheiße. Magie-Malus. Schwäche die Magie. So, ja, das ist die. Oh, da muss ich noch hin. Vor allem Herr Magiker, ne? Was machst du hier? Schwere Rüstung. Interesting. Was haben wir dir jetzt gegeben? Lustigen Stuff auf jeden Fall. Neuer Bogen. Nein, ich will nicht die Doppelpfeile. Ich will noch die Flammenpfeile. So. Hallo? Wappen. Echt, aber wirklich daran kann ich mich null erinnern. Wahrscheinlich hier oben, ne? Nee, hä? Na, ah, und jetzt öffnet sich das Tor. Ein Allheilmittel, ja, toll. Dann haben wir ja alles gemacht. Da möchte ich aber den Rest jetzt noch erkunden. Da fehlt ja nicht mehr viel. So, durch die Mitte sind wir genau genommen nicht gelaufen. Ey. Moment. Hat Bran nicht jetzt. Oh Gott, nur hat sie nicht. Was, sie hat das gerade Analyse gelernt. So, dann haben wir theoretisch 3. Da müssen wir nur noch bei einem vierten was hinkriegen, weil dann haben wir immer Analyse ab. Aber bei 2, die es nicht haben, wäre es nicht so schlimm. Im Worst Case sind die beiden, die es nicht können, draußen. Moment, was? Die haben sich gewieselt gefressen? Mantis, Heuschrecken, nicht Heuschrecken, Ja, ficken, wie heißt es denn?
Gott ist ein Beterin, ja Gott. Wie ein Mantis. Genau, wenn es zwei, nur zwei nicht können. Im Worst Case sind die beiden draußen, aber irgendein Dritter. Der ist, dann aber trotzdem kann. Also, du hast dich selbst gehalten, ist okay. Ecken, okay. Und daher, das wäre schick. Jetzt, also jetzt ist es noch so, im wirklich absoluten Worst Case, es sind halt genau die drei draußen, die es nicht können. Könnte theoretisch passieren. Ist, ja, nicht unmöglich, aber halt unlucky, wenn es passiert. Muss ich ein bisschen drauf aufpassen, leider. Und haha, Dave drauf aufpassen. Das wird gut klappen, ne? Das wissen wir alle. Guck mal, wir sehen die Falle. Oh, ist das zum Kotzen schon wieder, ey. Was? Das ist ein Scheiß-Game. Ach, wie asozial. Refleger. Ah. Also der Fleck, aber als AOE. Das kann doch eh wieder nur Ash lernen, ne? Das ist ein guter Zauber, den wir hier bekommen haben. So, jetzt da rüber. Und dann sollte sich die Spore... Spore des Dämonischen. In Schrift lesen. Derbliche sollen erliegen dem Irrenwahn. Überwesen allein können öffnen das Tor. Das führt ins verheißte Girwega. Oh, da wollen wir hin. Berühren. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Eine besondere Kraft scheint seine Torflügel geschlossen zu halten. Warum? Aber ich hab doch alle gemacht. Ah? Näher betrachten, ja. Ich habe doch alle. Sag nicht, ich muss doch den ganzen Weg richtig laufen. Ah, nein. Anscheinend doch. Giro Veganos A, hm? Und du kriegst überraschend viel Schaden. Trotz. Weit über 10 Level über uns. 1800 XP hat der gegeben. Netter Kerl. Okay, das heißt, wir müssen richtig laufen. Ich meine, hier jetzt den Loot noch finden. Das war das Ding, ja. Ja, ja, okay. Mhm. Müssen den ganzen Weg wichtig entlang laufen. Boah! Also hoffe ich, dass das die Lösung ist. Wenn nicht, well fuck. I don't know. Warte, dann bufft sich schon wieder, ey. Also, heilen? Ja, lass mich noch alles töten. Ist der jetzt hingelaufen? Hä? Hä? Ernsthaft, wo ist der hingelaufen? Ist der eine Schwäche? Ja. CD ist. Ich weiß überhaupt nicht, was Schwäche CD ist. Muss ich euch mit, weiß ich nicht, Nickelback beschallen oder was? Actually, ich mag Nickelback. Eine Du. Was habe ich gefunden? Duplikette, Effekte doppelt. Das heißt, wer die Kette trägt, hat doppelt so viele HP. Was gibt's als Kette? Das ist natürlich schick. Einen Spell haben wir noch nicht gefunden. Aber ernsthaft, wo ist der Enrage-Gegner abgeblieben? Der hat sich doch Enrage gebufft und dann war er weg.
Er ist auch weggegangen, einfach wirklich. Er muss hier gar nicht sein. Ja. Ja. Hallo, Mav! Wunderschönen guten Morgen! Na? Gut geschlafen? Die Chitin-Panz. Ich hoffe wirklich, die sind was wert. Davon haben wir nämlich jetzt einige schon bekommen. Einer drin? Nee. Ich bin gespannt. Trans-Analyse. Oh, Doppel-Level-Up. Spannend. Und nach den beiden gleich. So, was haben wir denn jetzt? 37, 37. Okay, dann... Du raus, du raus. Das sind bald hier Unfriender. Mein Gott. Das ist wieder genau das, was ich vermeiden will. Nee, bald hier raus. Dann... Scheiße. Dann geht halt Ash noch kurz mit. So. Ich gebe jetzt einfach erstmal jedem den Vive. Ich habe nämlich keinen Überblick gerade mehr. So. Ja, und warte, den umgewahrten Zahlen im Endeffekt. So, Goldamulett. Mit umgewahrten Zahlen meine ich oben in der Leiste, wenn ich jetzt mal durchzähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße ist immer schlecht, was? Morgen. So, warte mal. So. Wenn ich jetzt guck. Fran hat... Genau, Fran hatten wir Analyse gemacht. Fast. Okay, nee, dann ist gut. Und... Kein Ankner, kein Wildern, schade. Du hast Scheiße. Ich habe Scheiße gesagt. Das würde ich nie sagen. Solche Worte nehme ich doch nicht in den Mund. Also noch einer. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Warum sind hier so viele Gegner? Wo sind meine Buddies? Meine Buddies sind nicht da. Meine Buddies sind nicht da. Wo sind meine Buddies? Hilfe, 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 Hilfe. Was passiert hier? Erbeuten, was ist das? Er hat ihn wirklich gefressen. Selber. Warum ist denn hier noch mal so ein Haufen an Gegner gerade? Was? Kann ich jetzt bitte den Weg? Push in die Buddies. Alarm, Alarm. Ja. So. Näher betrachten, ja. Ich muss da lang gehen. So. Na, warte mal. Wir laufen... Nein, 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 nein. Wir laufen wirklich... Gezielt da ist durch. So. So, und jetzt. Man kann halt auch nicht sehr gerade laufen, ne? Doch, ich muss durch das Tor gehen, sage ich. Ich glaube, das ist nämlich auch wichtig. So. Jetzt gehen wir da durch. Ist die Frage, auf welches Tor gehen wir dazu? Da ist der Enraged. Nein, 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 nein. Jetzt dadurch. Wir lassen uns nicht ablenken. Wir gehen jetzt mit auf der Flucht durch. Ich habe keine Zeit und Lust mehr. So. Ansonsten kommen wir durcheinander. Ich weiß halt nicht, ob die Buddies genauso mitzählen. Da lang. Den Illusionen hinterher. Ey, was geht? Schnell da lang. Okay. Da ist der blöde T-Rex wieder. Nee, ich kann jetzt gerade nicht. Ist gerade schlecht. Dahin. Da lang. Bobbeln. Aber jetzt geht's. Why? Oh, was ist denn?
Ah, einer resettet, auch gut. Hat er mich eigentlich gegrüßt? Habe ich verpasst? Ja, hast du. Oh, der Geisterdino ist uns hinterhergelaufen. Interesting. Oh, hört der mir zu? Nö. So, Sterbliche sollen erliegen dem Irren, dem Irren wahren. Überwesen allein können öffnen das Tor, das führt ins meiste Gyrovega an. Überwesen. Ja, aber hallo, ich, Gott, Gamer Dave, bin doch da. Ich berühre dieses Tor. Ich bin ein Überwesen. Wahn. Möchtest du den Nessusight anlegen? Und wer denn? Der Morgensplitter. Ja, dann hast du ja erstmal keine FP mehr. MP. Hilft das? Nee. Genau, der Morgensplitter. Kraftreif. Nee, Kraftreif benutzt, das ist hier wie ein Zelda. Werke. Nee, das ist es nicht. Das waren halt einfach keine MP. Weise. Du klingst gestresst, ich schnall das Rätsel nicht. Das stresst mich. Ich dachte, ich hätte es. Warum war das falsch? Ein Witz für Yellow. Stoiber, Schäuble und Merkel machen einen Stadtbummel. Aus Spaß gehen sie in einen Zauberladen. Der Besitzer, ein geheimnisvoller Mann mit langem Bart, fragt, ob die dreimal sein bestes Stück, einen Lügendetektor, ausprobieren möchten. Begeistert stimmen sie zu und Stoiber fängt an. Er überlegt kurz und sagt dann, ich denke, ich bin ein guter Redner. Das Gerät macht Död und signalisiert eine Lüge. Jetzt ist Schäuble dran. Ich denke, ich habe das Richtige für Deutschland getan. Död, macht der Apparat wieder gelogen. Zum Schluss kommt Angela Merkel an die Reihe. Sie geht an den Apparat heran und sagt, ich denke, död, död, död. Der ist gestresst, aber erstmal den Witz. Was heißt gestresst? Ich bin verwirrt. Warum war das jetzt nicht richtig? Alter, gut. Ich hab die richtige Richtung. Der war okay, aber ist das Buch zufällig gegen Merkel? Ne, wir sind in den Beamten- und Politikerwitzen gerade. Das ist die aktuelle Kategorie. Okay, wir machen das jetzt nochmal, aber mit straight nur auf der Flucht. Ich habe das Gefühl, einer meiner Buddies ist eventuell mal falsch abgebogen. Das wäre natürlich ungünstig. Oh, das Loot. Ihr Blut. Eine Hypnokrone. Nicht nur eine Formatokrone, sondern direkt eine Hypnokrone. Geil. Die Frage, was kann die? Gebiet nochmal wechseln. Wir gehen nochmal hier hin. So. Los, haut alle eure Zauber raus. Lauf doch den Meter. So. Und jetzt geht's los. So, hierhin. Da lang. Da lang. Weg, 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 weg. Immer hier rein. Ja, fuck, ey. Da war es, okay.
Ich frage, ob das jetzt noch zählt, ne? Allen Frieden. Ah, ja, ja. Red durch. So, jetzt aber wirklich. Ich kann die Tür nicht benutzen. Mei, ist das dein Ernst? Tür, 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 benutzt die Tür. Funktioniert immer noch nicht. Okay. Warum? Voll unrealistischer Joke. Kein Politiker setzt sich freiwillig im Lügentest aus. Und das scheint uns ja schon in jedem Wahlprogramm vorlesen. Ja, 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 ja. Ja. Habe ich es jetzt genau so, dass die drei, die es nicht lernen können, draußen sind? Oh nein. Warte mal, das kann doch nicht sein. Analyse, wo du hier waren kannst. Hat sich schon erledigt. Oh, mehr TP. Kleine Animation, Ninja. Was ist das? Noch mehr HP, gib mal mehr HP hier. Fahren wir nicht. Oh, schon stärkere Wirkung. Oh ja, schnell. Oh, hallo. Ich hätte das noch nicht gelevelt. Wirkung, beide Freunde, nein, das brauchst du nicht. Steige die Flexe, steige die Flexe, ich weiß nicht mal, was das macht. Hm, egal. So, damit hat aber Wahn sie selbst Analyse. So, perfekt. Oh. Ja, ich verstehe das Rätsel nicht. Irgendjemand eine Idee? 123 Gil. Irgendwer legt in die Ecke dauernd neuen Kram. Sterbliche sollen erliegen dem irren Wahn. Überwesen allein können öffnen das Tor. Das führt ins verheißte Jurvegan. Ja, das, Und hier drin, also müssen wir noch die Gegend töten. Wahn hat jetzt einfach 3400 HP. Ja, wir müssen die HP-Dinger einfach. Alte vier Zeit für ein Bier? Nein. Oh. Und hier drin haben wir... Oh. Eine unbekannte Stimme hallt in den Köpfen der Gefährten. Das Trugbild ist eine Lüge nicht. Die Illusion der Wahrheit Licht. Nochmal, das Trugbild ist eine Lüge nicht. Also das hier. In einem der Durchgänge ist ja immer so ein Ding, ja? Die Illusion der Wahrheit Licht. Zu erkennen, die Echtheit deine Pflicht. Ich bin lost in translation hier. Ja, ich bin doch den Weg. Das geht hier los. Von da nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Ich laufe jetzt die anderen nochmal ab.
im Norden. Wir töten alles nebenbei. Wir müssen auch ein bisschen leveln, leider nebenbei. Problem ist, wenn ich das jetzt nicht löse, darf ich auch noch ewig weit zurücklatschen zum Speichergenossen. Stecker raus, Bier aufs Haus. Was ist denn jetzt los? Nein, Chat, kein Alkohol. Alkohol ist böse. So, aber hier nehme ich nichts. Weil der hier nämlich falsch ist, von Haus aus. Genau. Genauso wie der hier. Oh Gott. Bin alle doch richtig abgelaufen. Hätte ich unterwegs alles töten müssen. Ich schneide nicht. Hier leuchtet nämlich auf dem Boden nicht. Das ist kein Siegel. Hier ist ja. Na? Da. Muss ich das in jedem Ding berühren? Und dann so durchlaufen? Powerknopf, danach Hopf. Oh mein Gott. Probieren wir es nochmal. Wir interagieren jetzt in jedem dieser Dinger mit dem Siegel. Ich finde lustig, wie AMD mehr für Nvidia-Karten der 2000er und 3000er Generation macht als Nvidia selbst. Wie meinst du? Was meinst du dem hier? Warum ist bald hier tot? Können wir den einen bitte, der fast tot ist, hinrichten, danke. Erzähl mir bitte, was genau du machst und was du denkst, was du machen musst. Ne, was ich denke, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ist mir aber wirklich nicht zu heute, ne? Sag mal. Also ganz am Ende ist ein Tor, das sich nicht öffnen lässt. Die LSS ist die bessere Upscaling-Technologie und die kann man mit der Frame Generation von FS. 3 verbinden. So, ich nehme mal das Muster. Ja, hier. Druckbild, Lüge. Nicht Illusion, Wahrheit. Licht erkennen, deine Pflicht. Ich meine, nebenbei Frühstück. So, wir haben eine Illusion. In diesen Dingern ist immer ein Ding, ein so ein Durchgang mit Illusion. Hier, Dschungel. Offensichtlich ja gerade nicht das, wo wir sind. Actually, das ist Illusion. So. Nehmen wir das noch mit. Oh. Sonnenfang. Und was haben wir hier? Einen Jaspismantel. Was auch immer ein Jaspismantel ist. Stimmt, das hast du vorhin schon gesagt, was du denkst, das war. Ich denke. So, ja. Und hier alles töten. Oh Gott, wie viel sind das schon wieder? So.